Also in dieser Geschichte geht es um einen alten Mann, ein weiser Mann, der hat in einem Dorf gelebt, der war sehr arm, aber er besaß ein wunderschönes Pferd. Und immer wieder kamen die Leute zu ihm und boten ihm große Summen Geld dafür, für dieses Pferd. Aber der Mann hat immer dasselbe gesagt, hat gesagt, hör zu, dieses Pferd ist mein bester Freund, wie könnte ich das jemals verkaufen? Ja? Und dann eines Morgens, plötzlich war sein Pferd weg, einfach verschwunden. Da kam das ganze Dorf zusammen und die Leute sagten zu dem armen Mann, oh, du armer Mann, was für ein Unglück, ja? Was hast du für Pech? Hättest du doch das Pferd nur verkauft, jetzt hast du gar nichts mehr. Der Alte sagte ganz ruhig, ja, das stimmt, das Pferd ist jetzt nicht mehr im Stall. Das ist Tatsache. Aber alles andere bleibt bloß menschliches Urteil. Ob es ein Unglück ist oder ob es ein Segen ist, ich weiß es nicht. Ich sehe doch nur immer ein kleines Bruchstück von einem großen Ganzen. Wer weiß, wozu es gut sein mag? Das war die Antwort des Alten und die Leute lachten ihn daraufhin aus. Sie hatten schon immer gedacht und geahnt, dass er ein bisschen verrückt war. Ja? Aber nach einigen Tagen geschah Folgendes. Plötzlich kehrte tatsächlich sein verloren gegangenes Pferd zurück. Und nicht nur das, das verlorene Pferd brachte überdies noch ein Dutzend wilder Pferde mit sich. Sofort versammelten sich wieder alle Leute, kreisten den Mann ein, sagten, alter Mann, du hattest recht. Ja? Es war kein Unglück. Es hat sich tatsächlich als Segen erwiesen. Der Alte entgegnete dann ganz gelassen, wieder geht ihr zu weit, sagt der alte Mann. Ja? Sag doch einfach, das Pferd ist zurück. Wer weiß, ob das ein Segen ist oder nicht. Versteht ihr? Es ist nur ein Bruchstück, sagt der alte Mann. Ihr lest nur ein einziges Wort aus einem einzigen Satz. Wie könnt ihr das ganze Buch damit beurteilen? Ja? Diesmal wussten die Leute nichts mehr einzuwenden, gingen nachdenklich nach Hause. Natürlich fragten sie sich noch immer, warum kann sich der Alte jetzt nicht über diese 12 herrlichen neuen Pferde freuen? Der alte Mann hatte auch einen einzigen Sohn, und dieser begann natürlich jetzt diese neuen 12 Pferde, diese Wildpferde einzureiten. Und dann geschah es, dabei fiel er vom Pferd und brach sich beide Beine. Und wieder versammelten sich alle Leute aus dem Dorf, umringten ihn und schrien, es war ein Unglück. Dein einziger Sohn, jetzt hat er keine Beine, kann er seine Beine nicht mehr gebrauchen. Er war deine einzige Stütze, deine Absicherung im Alter. Und das, die Ernte steht bevor und dann jammerten sie, jetzt bist du ärmer als je zuvor, sagten sie zu dem alten Mann. Und wieder antwortet der Alte ganz gelassen, ihr seid einfach wie besessen von menschlichen Urteilen. Geht nicht so weit. Sagt nur, dass mein Sohn sich die Beine gebrochen hat und niemand weiß, ob dies ein Unglück oder ein Segen ist. Wer weiß, wozu es gut ist, sagt der alte Mann. Und dann kurz darauf gab es Krieg. Alle jungen Männer wurden eingezogen. Ganze Ort. Nur der Sohn des alten Mannes blieb zurück, weil er jetzt halt invalide war. Der ganze Ort war vom Klagen und Wehgeschrei überzogen, weil dieser Krieg war nicht zu gewinnen, das wusste jeder. Und dass die meisten der jungen Männer nicht mehr zurückkommen würden nach Hause, war auch allen klar. Also kamen sie wieder zu dem alten Mann und sagten, du hattest einfach recht, alter Mann. Es hat sich als Segen erwiesen. Dein Sohn ist zwar invalide, aber immerhin, er ist noch bei dir. Unsere Söhne sind für immer fort. Der alte Mann sagt wieder, ihr hört nicht auf, menschlich zu urteilen. Sagt doch nur dies, dass man eure Söhne in den Krieg, in die Armee eingezogen hat und dass mein Sohn nicht eingezogen wurde. Doch nur Gott, der das Ganze kennt, sagt, er weiß doch, ob das ein Segen oder ein Unglück ist. Wer weiß, wozu es gut ist? Ja. Mit dieser Geschichte hat dieser Mann etwas ganz Wesentliches zum Ausdruck gebracht. Die Lektion dieser Geschichte ist, wir werden aufgehalten, wenn wir ständig menschlich beurteilen. Seht ihr, der ganze Kampf, der Prozess, das Geheimnis in die Unaufhaltsamkeit hineinzukommen. Wir müssen anders denken lernen.
aufhören, aus der menschlichen Perspektive. Wie ich sagte, wir müssen auf höhere Ebene umschalten. Dort läuft das Ganze physikalisch, geistlich, physikalisch ab. Geistlich, chemisch, biologisch, wenn man das so übertragen will. Ja? Und wenn ich sofort ein Urteil bilde über dem, was ich ja gar nie überschauen kann, dann werde ich immer mich selber aufhalten. Ich werde immer durch mich selber blockiert. Ich werde immer hängen bleiben. Auf irgendeine Art werde ich mir selber die Beine stellen. Es wird nie etwas wirklich gut, weil so viele Ereignisse auf uns einstürmen, dass wir nonstop urteilen können. Alles, was auf uns zukommt, gut, schlecht, schlecht, gut, besser, schlechter. Und in den allerwenigsten Fällen trifft es zu, so wenig wie unsere Gotteserkenntnis in den letzten Jahrtausenden zugetroffen hat. Die Menschen interpretieren in Gott hinein, was sie wollen. Sie interpretieren in die Situationen hinein, was sie wollen. Ein und dasselbe. Ja? Die einen sind dem Schicksal fatalistisch ergeben. Die anderen denken, sie könnten alles regieren. Sie könnten hier unten tun und lassen, was sie wollen. Beide müssen in der Praxis einsehen, so geht das nicht in dieser Welt. Seht ihr, dasselbe ist es mit Gott. Gott ist anders, Gott ist so, wie er die Welt geschaffen hat. Es läuft so, wie es läuft, so wie er ist, so ereignet er sich. Also menschliches Urteilen hindert, lähmt, hält auf. Das ist der erste Grundsatz in der Überwindung hin zur Unaufhaltsamkeit. Hören wir auf, in Eigenstärke, in eigener Weisheit zu denken, in eigener Entschlusskraft, im eigenen Ratio, mit unseren eng begrenzten Hirnen. Wir können doch nicht irgendwas überschauen. Ich muss wieder sagen, du hast nicht einen einzigen Grashalm in diesem schönen neuen Frühling hervorgebracht. Nicht dein Ratio hat es gemacht, nicht deine Kraft. Du verstehst ihn noch nicht mal. Und wenn die Wissenschaft nach Jahrtausenden der Forschung behauptet, sie würde einen einzigen Grashalm verstehen, dann begreife, auch das ist wieder ein Urteil, ein menschliches Urteil. Ja? Bis vor kurzem wurde uns gelehrt, wie das mit der Physik ausschaut, wie das mit dem Atom ausschaut. In der kürzester Zeit war alles weg, also Jahrtausende der Studien wieder einmal im Eimer. So auch mit dem Gottesbild läuft es genauso, weil es ist ein und dasselbe, Gott und seine Schöpfung zu beurteilen, zu denken. Du hast ihn in der Tasche, ist ein Irrtum. Also nicht wir möchten mit Gott daherkommen, sondern Gott muss mit uns daherkommen. Und dann müssen wir aufs neue Gleise kommen, wir müssen anders denken lernen, anders fühlen lernen, anders entscheiden lernen, anders in die Ruhe eingehen. Seht ihr? Und wenn man aufhört, immer menschlich zu urteilen, wenn etwas geschieht, wenn man einfach mal grundsätzlich sich nicht aufhalten lässt, ja, dann geschieht genau das, was wir jetzt erleben mit dieser Konferenz hier. Der erste Moment war, du hörst Corona, Halle gesperrt. Schon die letzte Versammlung, die wir hatten, genau einen Tag zuvor wurden die Hallen gesperrt. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Wir standen nur da. Ja. Wir standen nur da wie der alte Mann, nicht wissend, nicht behauptend, nicht urteilend, sondern offen, fragend, empfangsausgerichtet, nennt das die Bibel. Empfangsausgerichtet, was tut Gott?